Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, wem gehört die Welt, wem gehört das Land und wem gehört Europa? Diese Fragen stehen über unserem Parteitag und das sind die Fragen, die wir stellen. Normalerweise stellen Parteien ja eher dicke Ausrufezeichen hinter ihre Losungen, aber ich meine auch Fragen können was bewirken. Sie können Unverrückbares in Frage stellen, damit in den Köpfen für Bewegung sorgen und damit das Feld für Veränderung bereiten. Deswegen besteht die Kunst der Politik auch manchmal darin, einfach die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen. Liebe Genossinnen und Genossen, wie wichtig es ist, die richtigen Fragen zu stellen, das merken wir auch, wenn wir die Berichte über die Situation in der Ukraine verfolgen. Und die laufen ja vielerorts ganz anders als in den letzten anderthalb Stunden hier auf diesem Bundesparteitag. Die Lage spitzt sich zu und in der Berichterstattung erleben wir das, was notwendigerweise oder üblicherweise mit kriegerischen Auseinandersetzungen einhergeht. Es gibt eine Stimmungsmache, es gibt eine Mobilisierung der öffentlichen Meinung, ja, es gibt Propaganda. Und in dieser Situation braucht es eine Kraft, die auch immer wieder die Frage stellt, welche Deutung geben denn wirklich die Situation wieder? Welche Bilder sind manipuliert? Was wird hier nur eingesetzt, um die Stimmung anzuheizen? Vor 100 Jahren, 1914, begann der Erste Weltkrieg. Und es wäre eine Katastrophe, wenn 100 Jahre später wieder in Europa das Großmachtstreben einzelner Staaten wieder Europa in einen Krieg führt. Und wenn ich mir das Handeln der Verantwortlichen bei der NATO, in der EU, in der Ukraine und in Russland anschaue, so muss ich sagen, 100 Jahre, zwei Weltkriege und mehrere kriegerische Auseinandersetzungen hier später, ihr seid kein bisschen schlauer geworden. Hört auf zu eskalieren, rüstet ab. Die Welt gehört nicht dem Großmachtstreben einzelner Staaten, die Welt gehört den Menschen und ihren Friedensinteressen. All jenen, die über diesen Konflikt berichten, dem sei gesagt, ihr habt eine verdammt große Verantwortung. Abrüstung beginnt damit, dass man nachfragt und prüft. Abrüstung beginnt damit, dass man Abstand nimmt von einseitigen Feindbildern. Ja, wir brauchen eine Öffentlichkeit, die sich nicht instrumentalisieren lässt von den Geheimdiensten und den Militärapparaten. Gerade in Kriegszeiten gilt die große Maxime des Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant: Habe Mut, dich deines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und deswegen nehmt diese Verantwortung wahr, rüstet ab und Abrüstung beginnt auch verbal. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt viele Menschen, die die einseitige Berichterstattung stört. Und es gibt glücklicherweise auch in anderen Parteien Menschen wie Vollmer, ja selbst Schmidt oder Eppler, die nachdenklichere Töne anschlagen. Wenn es jedoch im Bundestag konkret wird, wenn es zum Schwur kommt, dann sind wir die einzige Partei, die ihre Entscheidung nicht an Großmachtsinteressen orientiert. Und deswegen gibt es immer wieder den Versuch, uns in eine Ecke zu stellen. Das Vorurteil lautet, wir seien die Putin-Versteher. Ja, eine Zeitung beschimpft uns sogar als die fünfte Kolonne Moskaus. Das ist ein übler Vorwurf. Das ist die Rhetorik der Kriegspropaganda. Diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, die werden dann immer als fünfte Kolonne des angeblichen Feindes beschimpft. Um diese Unterstellung zurückzuweisen, könnte ich einfach auf unsere Beschlusslage verweisen. Ich möchte aber sehr persönlich antworten. Ich habe mit so manchem russischen Regimekritiker geredet. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine Tagung in St. Petersburg mit russischen Sozialisten. Im Anschluss hat mir ein linker Aktivist aus Russland bei einem langen Spaziergang durchs winterliche St. Petersburg davon erzählt, mit was für Schikanen sie zu rechnen haben. Allein die Anmeldung einer harmlosen Kundgebung kann dazu führen, dass sie im Gefängnis landen.
Und ich habe mich auch mit Mitgliedern der russischen Punkband Pussy Riot getroffen. Sie haben mir erzählt, unter was für Bedingungen Nadja und Mascha in dem Straflager leben müssen, fernab von ihren kleinen Kindern, und das alles, weil sie ein provokantes Lied in einer Kirche angestimmt haben. Also mir muss niemand erzählen und mich muss niemand belehren, dass Putin kein Linker ist. Man muss mich nicht darüber aufklären, dass Russland wahrlich nicht das Musterland der Demokratie ist. Und dennoch, wer meint, man könnte die Situation in der Ukraine damit erklären, indem man einseitig mit dem Finger auf Russland zeigt, der irrt gewaltig. Man muss nicht Slawistik studiert zu haben, um zu wissen, die Frage, ob die Ukraine zum Osten oder zum Westen gehört, ist innerhalb der Bevölkerung der Ukraine zutiefst umstritten. Jeder Versuch also, die Ukraine auf eine Seite zu ziehen, führt dazu, dass die Konflikte innerhalb des Landes zugespitzt werden. Und vor diesem Hintergrund war das Agieren der Verantwortlichen in der EU bei dem Assoziierungsabkommen zutiefst verantwortlich. Sie haben nämlich mit der Hoffnung eines Teils der ukrainischen Jugend auf mehr Reisefreiheit, auf mehr Freizügigkeit gespielt. Aber es ging bei diesem Abkommen mitnichten um mehr Reisefreiheit. Es ging vielmehr darum, neoliberale Wirtschaftsinteressen wie Privatisierung durchzusetzen. Die Verantwortlichen in der EU haben damit faktisch der Ukraine die Entscheidungsfrage aufgedrückt, ob sie zum Westen oder zum Osten gehören will. Und sie haben damit die Spaltungskonflikte in der Bevölkerung vertieft. Eine europäische Außenpolitik, die auf Konfliktvermeidung aus ist, sieht anders aus. Auch die Osterweiterung der NATO hat zur Zuspitzung beigetragen. In dieser angespannten Situation fordert nun der NATO-Sekretär Rasmussen eine weitere Aufrüstung und will zusätzliche Truppen in Osteuropa stationieren. Und Deutschland macht auch noch mit. Wer so agiert, gießt Öl ins Feuer. Rasmussen ist ein Scharfmacher. Er handelt nach der Logik des Kalten Krieges. Und ich sage auch an die Adresse der Bundesregierung, Frau Merkel, wenn Sie Schaden von Europa abwenden wollen, dann setzen Sie sich dafür ein, dass dieser kalte Krieger abgesetzt wird. Gehen wir noch mal gedanklich zurück zur Maidan-Bewegung. Natürlich gab es für die Menschen auf dem Maidan auch gute Gründe, gegen die Janukowitsch-Regierung zu protestieren. Es ging ja auch gegen Korruption, gegen Oligarchen und für mehr Demokratie. Das Tragische ist nur, wir werden gerade Zeugen davon, wie gute Ziele der Proteste nun in ihr Gegenteil verkehrt werden. Es steht zu befürchten, dass sich die sozialen Verwerfungen eher verschärfen. Das Vermögen der Oligarchen bleibt weiterhin unangetastet. Und in einer militärisch so aufgeheizten Situation wird es nicht mehr Demokratie in der Ukraine geben, sondern höchstens mehr Autoritarismus. Es war also ein großer Fehler der Verantwortlichen, der führenden Köpfe der Maidan-Bewegung, dass sie sich nicht von Anfang an von den Neonazis der Swoboda-Partei distanziert haben, sondern im Gegenteil noch mit ihnen und ihrem paramilitärischen Einheit, dem rechten Sektor, zusammengearbeitet haben. Wer so naiv war, zu glauben, das Problem der Neonazis würde sich so von ganz alleine erledigen, der hat sich geirrt. Die Entwicklung der letzten Wochen zeigen mit erschreckender Klarheit, wie sehr diese Rechten da Oberwasser haben. Der Chef eines Fernsehsenders wurde mit Gewaltanwendung zum Rücktritt gedroht. Die Büros von Oppositionsparteien werden verwüstet vom rechten Sektor und wochenlang besetzt. Und in Odessa gab es einen mörderischen Brandanschlag auf ein Gewerkschaftshaus. Wir haben gehört, dass einige, die dem Feuer entkommen konnten, indem sie aus dem Fenster gesprungen sind, draußen von braunen Banden weiterverfolgt, ja gelyncht wurden. Wir trauern um diese Toten und wir fordern Aufklärung. Eines müssten wir doch alle aus der Geschichte gelernt haben. Wenn Nazis einmal Regierungsmacht haben, geben sie diese freiwillig kaum wieder ab. Und insofern darf eine Regierung mit Nazi-Beteiligung
nie finanziell unterstützt werden, solange Nazis in der Regierung sind. Es ist völlig inakzeptabel, auch über Hilfskredite nachzudenken. Und wenn ich das so sage, dann geht es mir nicht darum, die ein redliches Anliegen hatten, in der Maidan-Bewegung zu diffamieren. Es geht mir vielmehr darum, dass die Demokratisierung auch gelingt. Das sage ich auch an die Adresse der Bundesregierung. Wer wirklich ein Interesse an starken Bewegungen für Menschenrechte, für Demokratie hat, der muss dafür sorgen, dass diese Bewegungen niemals ein Spielfeld für Neonazis und Rechte werden, und das von Anfang an. Und deshalb ist das lange Schweigen von Steinmeier und Merkel zur Beteiligung der Neonazis erst an den Maidan-Protesten, dann an der Übergangsregierung ein großes außenpolitisches Versagen. Durch Ihre Anerkennung einer Regierung, in der Faschisten sitzen, tragen Sie zur Verharmlosung dieser bei. Das hat mit einer Außenpolitik, die sich an demokratischen Werten orientiert, nichts, aber auch gar nichts zu tun, und das verurteilen wir aufs Schärfste. Liebe Genossinnen und die Genossen, wir als Linke sind einer Friedenspolitik verpflichtet. Und deshalb ist im Ukraine-Konflikt unser Platz weder an der Seite der NATO und der USA noch an der Seite Russlands. Beide machen die Welt zum Spielball ihrer Interessen. Unser Platz ist dort, wo eine Friedenspartei hingehört, an die Seite derjenigen, die für Frieden und Demokratie auf die Straße gehen. Unser Platz ist an der Seite der Vernunft, und die sagt auch hier Nein zu Sanktionen, Nein zur Logik der Eskalation, Nein zu Militäreinsätzen und Ja zu einem sofortigen Stopp für alle Rüstungsexporte. Und den Verantwortlichen auf allen Seiten rufen wir zu: Redet miteinander, redet so lange, bis eine friedliche Lösung gefunden wird. Hört auf zu zündeln, hört auf mit dem Feuer zu spielen, es geht hier um nicht weniger als Menschenleben. Und wie Bernd bin ich der Meinung, wir brauchen eine starke Friedensbewegung, es braucht einen neuen Aufschlag. Wir sind in dieser Situation verdammt nochmal dazu verpflichtet, eine solche Friedensbewegung zu unterstützen und zu befördern. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sehe schon, es ist nicht einfach, ein Schild zu halten und gleichermaßen die Hände frei zu haben. Ihr könnt das ruhig noch eine Weile hochhalten, für die Fotografen freuen sich, glaube ich. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben auch im Ukraine-Konflikt gesehen, dass die Mechanismen der internationalen Konfliktvermeidung gar nicht bis schlecht funktionieren. Das liegt auch daran, dass die EU ihre neue Rolle noch nicht gefunden hat und das ein Vierteljahrhundert, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist. Wenn wir ein geeintes Europa wollen, und ich will das, dann stellt das grundlegend die transatlantische Vasallentreue infrage. Ich sage ganz klar, ein geeintes Europa muss natürlich ein blockfreies, ein unabhängiges Europa sein. Wir wollen kein Europa, das als Bündnispartner der USA versucht, die Welt militärisch zu dominieren. Weil wir wissen, dass die Politik der militärischen Dominanz immer nur zu neuen Kriegen und zu mehr Terror führt. Wir wollen ein Europa, das an alle die gleichen Maßstäbe setzt, wie an sich selber. Denn Demokratie, Menschenrechte und Frieden, die kann man nicht mit zweierlei Maß messen. Und deswegen verurteilen wir alle Menschenrechtsverletzungen, und das unterscheidet uns von vielen. Wir verurteilen Menschenrechtsverletzungen unabhängig davon, wo sie begangen werden, ob sie in sibirischen Straflagern oder in Guantanamo passieren. Und wer solch ein unabhängiges Europa will, der muss es aus dem Block eines einseitigen Militärbündnisses wie der NATO lösen. Das, liebe Genossen und Genossen, das ist unsere europäische Idee. Zu dieser Unabhängigkeit Europas gehört auch, dass man sich auf demokratische Standards verständigt. Und ich will das ganz konkret machen. Ein Europa, was mich begeistern wird,
ist ein Europa, in dem überall klar ist, egal, ob es sich um Mitglieder von provokanten Bands handelt, denen nichts heilig ist, oder um Whistleblower, die sich mit den Mächtigen anlegen wie Edward Snowden. Sie alle müssen in Europa nicht mit Gefängnis und nicht mit Abschiebung rechnen. Ganz im Gegenteil, Sie sind herzlich willkommen. Ich meine, ein gesicherter Aufenthalt, das ist das Mindeste, was dieses Europa Edward Snowden schuldig ist. Leider ist die schwarz-rote Bundesregierung da einer anderen Meinung. Ich habe fassungslos von dem Regierungsgutachten gelesen, was zu dem Schluss kommt, dass nicht mal der Untersuchungsausschuss Edward Snowden einladen darf. Und in der Begründung heißt es dann, bei einer Vernehmung Snowdens in Deutschland wäre, jetzt zitiere ich, wahrscheinlich mit schweren und dauerhaften Belastungen des Verhältnisses zur USA zu rechnen. Zitat Ende. Glaubt denn Angela Merkel ernsthaft, wenn wir Snowden nicht als Zeugen vernehmen, wäre das Verhältnis zur USA nicht belastet? Ja, kann man noch katzbucklicher auftreten? Was ist denn das für ein devotes, für ein untertäniges Verhalten? Ich meine, ich für meinen Teil kann sagen, mein Verhältnis zu einer Regierung, die massenhafte Schnüffelei betreibt, ist bereits geschädigt und das dauerhaft und schwerwiegend. Ein souveränes, ein unabhängiges Europa käme auch niemals auf die Idee, ein Freihandelsabkommen wie das TTIP ernsthaft mit den USA zu verhandeln. Worum geht es beim TTIP? Damit globale Konzerne auch dann Profit machen, wenn möglicherweise mal im Parlament auf die Idee kommt, was anders zu machen, gibt es Investitionsschutzabkommen. Das ist natürlich ein Schönsprech, denn bei diesen Abkommen handelt es sich am Ende um Demokratieverhütungsabkommen. Die Großkonzerne sollen geschützt werden vor demokratischen Entscheidungen. Meine Frage ist, wer schützt eigentlich die Demokratie vor den Großkonzernen? Ein ähnliches Abkommen ist übrigens die Grundlage dafür, dass jetzt der Atomkonzern Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland auf 3,7 Milliarden Euro verklagt, einfach weil der Bundestag so frei war, den längst überfälligen Atomausstieg zu beschließen. Und beim TTIP geht es in der Tat darum, die Interessen US-amerikanischer Unternehmen zu schützen vor demokratischen Entscheidungen. Es droht Gentechnik im Essen, mit Chlor desinfizierte Hähnchen, es droht Fracking. Ja, selbst europäische Arbeitsschutzrichtlinien könnten in Zukunft als Handelshemmnisse gelten und zum Gegenstand einer Klage werden. Dieses Freihandelsabkommen nimmt der Europäischen Union ihre politische Gestaltungsfreiheit. Deshalb sagen wir ganz klar Nein zu diesem Abkommen. Wer eine handlungsfähige EU will, der muss das TTIP sofort beerdigen. In den Auseinandersetzungen um das TTIP zeigt sich, wie umkämpft die Europäische Union ist. Das sind die Kräfte, die ernsthaft mit der USA über ein solches Abkommen verhandeln, die offensichtlich die EU zum Büttel der Unternehmen machen wollen. Doch zum Glück sind diese Kräfte nicht allein. Europa, das sind eben auch die anderen, die sich dagegen zur Wehr setzen. Die EU ist umkämpft und sie ist janusköpfig. Sie ist in der Tat ein bisschen wie der römische Gott Janus, der immer mit zwei Köpfen abgebildet wurde, die in jeweils entgegengesetzte Richtung zeigen. Der eine Kopf Europa zeigt klar in Richtung Neoliberalismus und Sozialdumping. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt da noch den anderen Kopf Europas. Und er zeigt in Richtung Frieden und sozialer Gerechtigkeit. Dieses Gesicht Europas zeigt sich bei den Protesten gegen das Freihandelsabkommen, bei den Blockupy-Protesten. Das zeigt sich, wenn es gelingt, eine bereits geplante Richtlinie zur Wasserprivatisierung zu verhindern. Und deshalb lautet die Gretchenfrage nicht, nun sage mir, wie hältst du es mit der EU? Die entscheidende Frage, die vor uns steht, lautet nach wie vor, was tun? Was ist zu tun, um diese widerständige Seite der Europäischen Union zu stärken? Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass Europa nicht allein den Besitzenden gehört, sondern den vielen, die nur ihre Arbeitskraft als Ware haben. Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass Europa nicht im Sinne der Mächtigen ausgestaltet wird, sondern im Interesse der vielen, der 99%.
Gerade deshalb ist die Europäische Linkspartei von so großem Wert. Und wer die Verhandlung zur Gründung miterlebt hat, der weiß, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass es die EL, Europäische Linke, überhaupt gibt. An dieser Stelle möchte ich noch mal daran erinnern, ohne den großen Europäer Lothar Bisky, ohne seinen unermüdlichen Einsatz in Europa, würde es die Europäische Linke in dieser Form nicht geben. Er fehlt uns. Liebe Europäische Linkspartei, du wirst nun 10 Jahre, wir gratulieren vom Herzen und wir feiern, dass wir es so weit geschafft haben. Und eins nehmen wir uns fest vor, wir wollen alle gemeinsam diese Europäische Linke noch stärker mit Leben erfüllen. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich davon gehört habe, dass bereits in einigen Bezirken gezielt zu Basisorganisationstreffen der Europäischen Linken eingeladen wird. Also gezielt Leute eingeladen werden, die erst seit Kurzem in der Bundesrepublik leben. Die auch erst vor Kurzem angefangen haben, Deutsch zu lernen, weswegen man sich für die gemeinsame Sitzung auf eine Fremdsprache verständigen musste. Ja, wir begegnen zunehmend Menschen, die aus Spanien, Portugal, Griechenland hierher kommen, um zu studieren oder um zu arbeiten. Und darunter sind natürlich auch Linke. Lasst uns heute und hier an Sie eine herzliche Einladung aussprechen. Egal, wo ihr geboren seid, egal, welche Sprachen ihr beherrscht, wenn euer Herz links schlägt, kommt zur Linken, macht mit bei uns. Wir wollen Europa gemeinsam verändern und dieses Europa hat es nötig, verändert zu werden. Die jetzige Bundesregierung versagt nicht nur europapolitisch. Wenn es um Hartz IV geht, da versuchen SPD und CDU noch nicht einmal den Eindruck zu erwecken, dass ihnen das irgendwie am Herzen liege. Insofern ist klar, Erwerbslose und Prekäre haben von dieser Regierung nichts zu erwarten. Doch auch die Mitte hat von dieser Regierung nichts zu erwarten. Union und SPD tun ja so gerne, als ob sie die Parteien für die Mittelschichten wären. Aber wenn Sie deren Interessen wirklich vertreten wollen, müssten Sie sich mit den richtig Reichen, den großen Vermögen in diesem Lande anlegen. Und das machen Sie nicht. Wir als Linke hingegen kämpfen seit Jahren für eine Umverteilung innerhalb der Einkommenssteuer. Wir wollen die Millionäre stärker zur Kasse nehmen, um die Mitte steuerlich zu entlasten. Doch die Große Koalition hat sich gleich zu Beginn festgelegt, dass es keine höheren Spitzensteuersätze geben wird, dass es keine Millionärssteuer geben wird. Und folgerichtig fehlt nun das Geld, um die Mitte zu entlasten und um Armut zu vermeiden. Und deshalb sage ich, diese Regierung, also Union und SPD, stehen an der Seite der Millionäre. Wir hingegen stehen an der Seite der Mitte und derjenigen, die gar keine Lobby haben. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossen, in diesem Jahr finden nicht nur Europawahlen, sondern 3 Landtagswahlen statt. In Sachsen und Thüringen wollen wir die schwarze Ära beenden. Die CDU ist in beiden Ländern ein Vierteljahrhundert an der Macht. Ich finde, das reicht. Thüringen und Sachsen waren viel zu lange in schwarzer Hand. Zur Demokratie gehört der Wechsel. Deswegen muss jetzt Schluss sein mit dem CDU-Staat. Und mit Bodo Ramelow hat in Thüringen zum ersten Mal ein Linker die Chance, Ministerpräsident zu werden. Lieber Bodo, in letzter Zeit sind ja viele Porträts über dich erschienen und ich finde, es ist interessant zu lesen, wie die Medien versuchen, das Phänomen Ramelow zu verstehen. Wer wie du gleichermaßen widerständig und ministerpräsidiabel auftritt, der passt irgendwie in kein Klischee. Vielleicht ist das ja dein Geheimrezept. Vom Kali-Vertrag zu den großen Talsperren, du schaffst es immer wieder, die großen Gerechtigkeitsfragen in ganz konkreten Landesthemen öffentlich zu machen. Lieber Bodo, wir drücken dir ganz fest die Daumen und du sollst wissen, du hast unsere ganze Unterstützung, damit du der erste Ministerpräsident, der erste linke Ministerpräsident in der Geschichte dieses Landes wirst. Und wer weiß, wie es in Sachsen ausgeht, vielleicht bleibst du ja nicht allein in dieser Funktion. Liebe Genossinnen und Genossen,
Ich habe mir neulich noch mal die berühmte Rede von Willy Brandt angehört, in der er den Satz sagt, wir müssen mehr Demokratie wagen. Eine der ersten konkreten Maßnahmen, die er nach diesem berühmten Ausspruch benennt, ist die Absenkung des aktiven Wahlalters von 21 auf 18 Jahre. Daraufhin brandete ein großer Beifall auf. Die Absenkung des Wahlalters wurde damals als großer demokratischer Fortschritt gefeiert. An diese Tonaufnahme musste ich denken, als ich mir die Bilanz von Rot-Rot in Brandenburg durchgelesen habe. Unter Rot-Rot in Brandenburg wurde das Wahlalter für Landtagswahlen, Kommunalwahlen und Volksabstimmungen von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt. Wer von uns hat das zum Anlass genommen, den Brandenburgern zu gratulieren, uns mal kräftig auf die Schulter zu klopfen? Ja? Inwieweit haben wir das als einen demokratischen Fortschritt gefeiert? Ich finde, wir sind manchmal zu bescheiden. Wir sollten ab und zu auch über unsere Erfolge reden. Wir können sagen, die Beteiligung der Linken in einer Landesregierung macht den Unterschied. Und das wird ganz besonders deutlich, wenn man die Bilanz von Rot-Rot in Brandenburg vergleicht mit dem schwarz-roten Koalitionsvertrag im Bund. Nur aus Zeitgründen an zwei Bereichen. In der Bildungspolitik steht Schwarz-Rot für die Fortführung des Kooperationsverbotes und Verbesserungen beim BAföG sind nicht in Sicht. Rot-Rot in Brandenburg steht für die Einführung eines Schüler-BAföGs, für die Einstellung von über 2000 neuen Lehrerinnen und Lehrern. Schwarz-Rot im Bund plündert die Krankenkassen, während Rot-Rot in Brandenburg mit dem Programm der Gemeindeschwester Agnes ein bundesweit einmaliges Projekt zur medizinischen Versorgung im ländlichen Raum aufgelegt hat. Und das sind nur einige Gründe von vielen, um an dieser Stelle noch mal deutlich zu sagen. Liebe Brandenburger Linke, ihr habt viel bewirkt und wir kämpfen mit euch gemeinsam für die Fortsetzung von Rot-Rot in Brandenburg. Ich gehe noch weiter. Rot-Rot ist ein tolles Produkt aus Brandenburg. Das hat das Zeug zum Exportschlager. Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass die Thüringer und die Sachsen dieses Produkt aus Brandenburg in diesem Sommer importieren können. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will einen wichtigen Teil unserer politischen Praxis ansprechen. Das ist der Feminismus. Für mich war ein politischer Höhepunkt dieses Jahres die großartige Frauenkampftagsdemo. Wie vielfältig, wie kreativ zeigte sich da der Feminismus. Alte Bekannte und junge Familien kamen zusammen. Dass diese Demonstration in einem breiten Bündnis gelang, daran haben viele mitgewirkt. Aber ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem Studierendenverband und der Linksjugend Solid. Ich hoffe, wir wiederholen das 2015. Dankeschön. Nachdem der Feminismus jahrelang an Stammtischen wie Feuilletons gleichermaßen totgesagt wurde, erleben wir nun, Totgesagte leben offensichtlich länger. Denn inzwischen gibt es eine neue Generation, die sich selbstbewusst als Feministinnen bezeichnet und die dem Sexismus auch mit popkulturellen Mitteln, sei es im Hip-Hop, im Internet oder in der Literatur, zu Leibe rückt. Und diese Entwicklung macht mir Mut. Leider erleben wir aber auch in Europa einen Angriff auf elementare Frauenrechte, auf reproduktive Rechte. Was wir gerade in Spanien erleben beispielsweise, ist ein Rollback von konservativen und religiösen Eiferern, wie wir es eigentlich nur von der Tea Party in den USA kennen. Die konservative Regierung Spaniens will Frauen und Ärzten, die einen Abbruch vornehmen, kriminalisieren, ihnen soll wieder Gefängnis drohen, wie unter der Diktatur Francos. Was in Spanien passiert, kann auch eine Blaupause für andere Länder Europas werden. Deswegen freut es mich besonders, dass es in Spanien eine breite Protestbewegung gegen dieses Rollback gibt. Wir als Linke stehen an der Seite dieser Proteste. Wir wollen keine Tea-Partyisierung Europas. Wir kämpfen für die Stärkung von Frauenrechten in Deutschland, in Spanien, in ganz Europa. Liebe Genossinnen und Genossen, vielleicht habt ihr auf dem Weg hierher auch die Plakate der SPD gesehen, auf denen zu lesen steht, Berlin statt Stillstand. Statt Stillstand, das irritiert. Ich meine, die SPD ist in Berlin und im Bund an der Regierung, tritt dort vor allen Dingen auf der Stelle. Sollte sie jetzt so mitten im Wahlkampf von selbstkritischen Einsicht getroffen sein? Schaut man genauer hin, erkennt man,
Sie wettern mit diesen Plakaten gegen den Volksentscheid zur Offenhaltung des Tempelhofer Feldes. SPD und CDU wollen dieses einzigartige Feld privaten Baulöwen zuschanzen. Die SPD plakatiert statt Stillstand. Wer aber auf das Tempelhofer Feld geht, der sieht da Menschen, die Radfahren, die picknicken, die laufen, die mit ihren Kindern Drachen steigen lassen. Das Tempelhofer Feld ist ein Feld der Bewegung und nicht des Stillstandes. Wir meinen, diese Fläche soll auch in Zukunft den vielen gehören, die es mit Leben erfüllen. Und deswegen, liebe Berlinerinnen und Berliner, sagt Nein zu Spekulation und Privatisierung und stimmt mit Ja für ein Tempelhofer Feld für alle. Liebe Genossinnen und Genossen, an dem Abend, als der FC Bayern aus der Champions League flog, hatte ich mich entschieden, ins Theater zu gehen. Eigentlich kommt das, worüber ihr klatschen sollt, erst später, aber gut, auch eine schöne Botschaft. Also ich hatte mich entschieden, ins Theater zu gehen, ließ deswegen die Kneipen, in denen das Spiel übertragen wurde, links liegen und ging stattdessen in das Stück von Bertolt Brecht, der kaukasische Kreidekreis. Ich gebe zu, wenn ich gewusst hätte, dass an dem Abend der FC Bayern 4 Gegentore kassiert, hätte ich mich vielleicht anders entschieden. So aber sah ich das Stück, von dem es heißt, es sei das Lieblingsstück von Bertolt Brecht gewesen. Und mir ist aufgefallen, das ist ein Stück, was man sowohl historisch interpretieren kann, was man aber auch sehr wohl als einen Kommentar zur aktuellen Entwicklung, zum Beispiel zu der Debatte um das Tempelhofer Feld, lesen kann. Das Stück beginnt mit einem Streit zweier Dörfer, was mit einem Tal passieren soll. Und um diesen Streit zu lösen, starten die Dörfer ein Lehrstück, ein Theaterstück. Und dieses Lehrstück gipfelt dann in einer Gerichtsverhandlung um die Frage, wem gehört das Kind? Gehört es der Bauerin Krusche, die es aufzog und dabei viel auf sich geladen hat? Oder gehört es der Gouverneursfrau, die es geboren hat, aber bei Ausbruch von Unruhen sofort seinem Schicksal überließ, die es nun wiederhaben will, weil sie nur über das Kind, den Erben, Zugang zu ihren alten Besitztümern bekommt? In seiner Not greift der Richter zu einem Trick. Er malt einen Kreidekreis auf dem Boden, stellt das Kind hinein und sagt, die wahre Mutter wird schon die Kraft haben, das Kind aus dem Kreis heraus zu sich zu ziehen. Die Gouverneursfrau fängt daraufhin an, wie verrückt an dem Kind zu ziehen, ohne Rücksicht darauf, ob sie es womöglich verletzen kann. Krusche hingegen fasst die Hand, lässt los und sagt, ich habe es aufgezogen, soll ich es zerreißen? Daraufhin spricht der Richter ihr das Kind zu. Und das Stück endet mit den Worten, dass da gehören soll, was da ist, denen, die gut für es sind. Was da ist, soll jenen gehören, die gut für es sind. Soll also das Land jenen gehören, die es ohne Rücksicht auf mögliche Folgen an sich reißen? Soll die Welt jenen gehören, die sie zum Spielball ihrer Interessen machen? Oder jenen, die die Umwelt verschmutzen, als ob sie eine zweite Welt in der Tasche hätten? Soll das Land jenen gehören, die damit nur spekulieren wollen? Was da ist, soll jenen gehören, die gut für es sind. Allein dieser Anspruch stellt die gegenwärtigen Macht- und Herrschafts- und Eigentumsverhältnisse grundlegend in Frage. Generationen von Linken vor uns haben die herrschenden Macht- und Eigentumsverhältnisse immer wieder in Frage gestellt, und das aus gutem Grund. Daran anzuknüpfen gehört zu unserem Vermächtnis. Ja, wir müssen uns beständig neuen Problemlagen stellen. Doch gerade dabei kann es hilfreich sein, an unseren traditionsreichen Wurzeln anzuknüpfen und diese gelegentlich neu zu interpretieren. Stellen wir also immer wieder die Frage, wem gehört die Welt und wem sollte sie gehören? Stellen wir die Frage so, dass sie gehört wird. Stellen wir die Frage so, dass sie zum Widerstand ermuntert. Stellen wir die Frage so, dass sie ermuntert, die Verhältnisse in diesem Land, in dieser Welt zum Tanzen zu bringen. Das ist eine große Aufgabe von demokratischen Sozialistinnen und Sozialisten, gleichermaßen aktuell wie historisch. Gehen wir sie an, fragen und handeln wir zusammen. Vielen Dank.